Bei einem russischen Luftangriff auf die Stadt Lviv im Westen der Ukraine sind nach Behördenangaben mehrere Menschen getötet worden. Mehr als 40 weitere Menschen wurden demnach bei dem nächtlichen Angriff verletzt. Mehrere Wohnhäuser sowie Schulen und medizinische Einrichtungen wurden beschädigt. Lviv war bisher weitgehend von massiven russischen Luftangriffen verschont geblieben. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky verurteilte die, so wörtlich, russischen Terrorangriffe auf ukrainische Städte. Er rief die westlichen Verbündeten erneut auf, seinem Land schnell neue Luftabwehrsysteme zu liefern. Auch sollten die Verbündeten den Einsatz gelieferter weitreichender Waffen für Angriffe auf russisches Territorium ermöglichen. In der Stadt Poltawa wurden nach jüngsten ukrainischen Angaben mehr als 50 Menschen getötet und mehr als 270 weitere Menschen verletzt. Russische Raketen trafen ein Ausbildungszentrum des Militärs und ein Krankenhaus.